Die Konsumsteuer käme auf alle Importe, alles, was zum Verkaufen ins Land kommt. Und was im Land hergestellt wird, hätte die gleiche Steuer. Sie kommt auf alles, was im Land verkauft wird. Denn sie kommt ja auch den Menschen zugute, die im Land leben. Die Konsumsteuer ist aber kein Exportgut. Geht das Produkt über die Grenze, geht die Steuer nicht mit. Jedes Land bleibt souverän, seinen eigenen Staatshaushalt zu beschließen und ihn auch selbst zu bezahlen. Die Konsumsteuer ist die gerechte Steuer der Globalisierung, die faire Steuer für den fairen Handel. Und hier wurde sie erfunden, die Steuer auf den Verkauf. Die Brühlschen Terrassen am Elbufer in Dresden. Graf Heinrich von Brühl hatte die Idee einer Abgabe auf alle Verkäufe im Land. Gut 200 Jahre später wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine ähnliche Steuer eingeführt, aber ganz anders gerechnet. Die Mehrwertsteuer. Sie gibt der Arbeitsteilung mehr Raum und ist wettbewerbsneutral. In Deutschland macht sie mit ihren 19% mittlerweile den größten einheitlichen Steuerposten aus. In Schweden liegt sie bei 25%. Für den Beitritt in die EU ist sie Voraussetzung. Sie ist die kommende Steuer. Sie ist die Steuer der Fremdversorgung. Einer, der bei der Einführung der Mehrwertsteuer in Deutschland mitgewirkt hat, ist Dr. Benedictus Hardorp. Er nennt sie Ausgaben- oder Konsumsteuer und ist der Ansicht, dass diese Steuer die einzige Steuer sein sollte. Nur Mehrwertsteuer, das wäre am allereinfachsten. Dann brauchen wir die ganzen Steuererklärungen und so weiter nicht. Dann ist es alles befreit davon. Aber wenn jetzt jeder, wenn die Steuer nur noch die Mehrwertsteuer ist, wo bleibt denn dann der Steuerfreibetrag? Weil der Steuerfreibetrag ist ja in der Steuerbemessung eigentlich die soziale Komponente. Bei der Mehrwertsteuer zahlt jeder den gleichen Prozentsatz Steuern im Preis. Ob arm oder reich. Wie soll das gehen mit der sozialen Komponente? Ja, dann machen wir Folgendes, dann kriegt jeder für seine Grundbedürfnisse die Mehrwertsteuer rückvergütet. Diese Rückvergütung ist das Grundeinkommen. Der Kreis schließt sich. Wir sind wieder beim Grundeinkommen, aber nicht mit der Frage, wie finanziert man es, sondern wie wird die Mehrwertsteuer sozial? Von der Mehrwertsteuer aus ergibt sich das Grundeinkommen als logischer Schritt zu ihrer sozialen Komponente, als ausgezahlter Steuerfreibetrag. Dass der bedingungslos ist, versteht sich nun von selbst. Wie würde sich das konkret auswirken? Wir rechnen das mal durch. Einmal angenommen, das Grundeinkommen wäre 1000 Euro. Und die bekäme jeder als ausgezahlter Steuerfreibetrag, unabhängig davon, wie viel jemand verdient. Wenn ich nichts dazu verdiene, bleibt es bei den 1000 Euro als Gesamteinkommen. Wer 500 Euro dazu verdient, hätte ein Gesamteinkommen von 1500 Euro. Wer ein Gehalt von 1000 Euro hat, würde mit dem Grundeinkommen über 2000 verfügen und so weiter. Jeder erhält in diesem Beispiel 1000 Euro Steuern als Grundeinkommen. Und wie viele Steuern zahlt man dann? Wenn die Steuern auf Arbeit entfallen und die Steuer als Mehrwertsteuer auf das Ergebnis der Wertschöpfung kommt, dann beträgt sie etwa 100%. In den Verbraucherpreisen wäre also etwa die Hälfte ausgewiesene Steuer. Wer etwas für 10 Euro kauft, bezahlt damit 5 Euro Steuern. Wer 1000 Euro ausgibt, hat dabei 500 Euro Steuern bezahlt. 1000 Euro aber hat er an Steuern erhalten. Real hat er minus 500 Euro Steuern bezahlt. Oder anders gesagt, real hat er 500 Euro Steuern erhalten.
Wer 1.500 Euro ausgibt, zahlt dabei wiederum die Hälfte in den Preisen, 750 Euro Steuern. 1.000 hat er erhalten, real hat er minus 250 Euro Steuern gezahlt oder anders gesagt, unterm Strich mit dem Grundeinkommen 250 Euro Steuern erhalten. Wer 2.000 Euro ausgibt, hat dabei 1.000 Euro Steuern gezahlt und somit real keine Steuern bezahlt, aber auch keine erhalten. Erst wer mehr als das Doppelte des Grundeinkommensbetrages ausgibt, zahlt real Steuern. Wer 3.000 Euro ausgibt, hat dabei real 500 Euro Steuern gezahlt und so weiter. Bei Ausgaben, die doppelt so hoch sind wie das Grundeinkommen, liegt der steuerliche Nullpunkt. Von hier aus findet eine Progression statt. Wer 3.000 Euro ausgibt, zahlt dabei einen Anteil von 17% des Betrages an Steuern. Wer 5.000 Euro ausgibt, zahlt bereits einen steuerlichen Anteil von 30%. Bei noch höheren Ausgaben geht der Steueranteil bis an die 50%. Und genauso findet auch eine Progression zur anderen Seite statt. Die soziale Progression in der Mehrwertsteuer durch das Grundeinkommen wäre einfach und vor allem wirksam. Klassisch gewöhnlich gibt es ein linkser Argument gegen Konsumsteuer, nämlich dass es regressiv ist, dass die Ärmere eine größere Proportion ihres Einkommens bezahlen, wenn es eine Konsumsteuer ist und keine persönliche Steuer. Aber wie die Einkommenssteuer jetzt funktioniert, ist sie jedenfalls auch nicht mehr progressiv, weil die reicheren Leute auch mehr Möglichkeiten haben, um einen Teil ihres Einkommens oder entweder zu verstecken oder minder steuerhaft zu machen. Wer es sich leisten kann, minimiert sein Einkommen vor der Steuer so, dass sie ihn nicht so recht greifen kann. Wer sich das nicht leisten kann, den belastet sie. Letztlich wird sie, wie wir gesehen haben, samt der Progression in die Preise weitergegeben, ohne dass ein Grundeinkommen da den sozialen Ausgleich schafft. Die Einkommensteuer besteht nur noch aus Augenwischerei. Oder anders gesagt, sie erspart das Hinschauen. So sieht es aus, wenn die Steuer in einem Betrag auf das fertige Produkt kommt. Und so, wenn sie als Steuer auf Einkommen schon vorher in den Produktpreis eingerechnet wird. Da machen die Kosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter knapp die Hälfte im Preis aus. Rechts würden sie etwa ein Viertel ausmachen. Links steht die Arbeit unter einem hohen Kostendruck. Sie macht den größten Anteil im Preis aus. Schnelle Entscheidungen, wer nicht gebraucht wird, alle an der Grenze der Belastbarkeit und kaum Raum, um etwas auszuprobieren. Rechts gäbe es mehr Spielraum, weniger Stress und eher mal den Gedanken, man könne auch jemand mehr einstellen. So wirkt sich die Mehrwertsteuer auf die Arbeit aus. Das Grundeinkommen geht in die gleiche Richtung. Ein Teil der Grundeinkommen ist bereits durch die bestehende Steuer bezahlt. Der andere Teil lässt die Steuer zunehmen und wächst als Grundeinkommen in die privatwirtschaftlichen Erwerbseinkommen, auch bei denen, die die Waren liefern und die Infrastruktur. Alle Steuer kommt erst auf das fertige Endprodukt, wenn es beim Kunden steht. Wenn also diese Latte Macchiato beim Gast auf dem Tisch steht, dann setzt sich ihr Preis so zusammen. Das untere Drittel ist der Preis für die Herstellung der Latte Macchiato. Das mittlere Drittel der Preis für das Grundeinkommen, das obere Drittel der Preis für die übrigen staatlichen Aufgaben. Und übrigens, alle Preise sind Einkommen. Das untere Drittel sind die Einkommen derer, die unmittelbar an der Wertschöpfung beteiligt sind. Das obere Drittel sind die Einkommen derer, die die Rahmenbedingungen dafür herstellen und die staatlichen Aufgaben erfüllen. Das mittlere Drittel die Grundeinkommen für alle. Im Vergleich zu heute würden die Kosten der Arbeit in diesem Kaffeehaus nicht mehr knapp die Hälfte im Preis ausmachen,
sondern etwa ein Sechstel. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten dabei das gleiche Einkommen. Heute minus Steuern, dann plus Grundeinkommen.